Fihi Gaming gegen Virtual Lions. Map Nummer 1 ist Inferno. Und die Lions haben auf jeden Fall Bock. Aber Fihi Gaming hat die schärferen Messer und gewinnt hier die Seitenwahl. Wird somit, denke ich, auf der CT-Seite starten. Und das T-Gameplay der Virtual Lions ordentlich auf den Kopf stellen. Warum nicht Full HD streamen? Weil ich nur eine 16K-Leitung habe und froh bin, dass ich überhaupt streamen kann. So, hier wurde gestellt von Fihi Gaming, wie angekündigt. Somit starten wir in Runde Nummer 1. Jetzt hat die Bombe Second mitgesehen, muss sich aber zurückziehen in der Mitte, wird schon durchgepusht, aber Wufin kassiert den One-Tap. Tony mit ein wenig unglücklich gezielten Schüssen hätte da die Bombe nochmal aus dem Spiel nehmen können. Jetzt muss Fihi Gaming in den Retake. Über Short Horny unterstützt, kriegt den Frag. Horny nochmal mit dem 2. Der Spot dürfte eingenommen sein. Aber Aesthetic jetzt im 1-on-2 kassiert den Headshot von Hendrox. Und somit geht die erste Runde an die Virtual Lions. Der Eco Rush von Fihi Gaming. Crack sie mit dem Double Frag. Und dennoch von hinten ebenfalls mit dem Double Frag. Schnelle Runde. Damit Fihi Gaming jetzt full buyen kann. Und die Virtual Lions gehen nochmal in eine Bonusrunde. Versuchen sie jetzt schnell über Banane. Aber dort stehen Aesthetics und Grobby bereit. Aesthetic fällt onside, kann kein Frag ziehen. Grobby wenigstens mit einem, fällt dann aber auch. Sehr schnell den Spot eingenommen von Virtual Lions. Schönes Teamplay von Horny und Brilt. Bei Hendrox passt auf. Und Snake schleicht sich durch die CT Smoke. Mit dem Double Frag zum 0-3.
Und Phi Gaming wirkt, als ob sie hier noch leichte Probleme haben, in das Match reinzufinden. Vielleicht jetzt mal mit den Deagles. Fallen Light gegen Denner, keine Chance mit der USPS. Über Erz kommt Handrocks, kann da Brills wegtappen. Springt runter, holt sich auch Horny. Das ist zu einfach. Nur noch Grobby in Library. Aber auch Grobby kann hier nichts mehr ausrichten. 0-4. Die Gaming jetzt deutlich defensiver aufgestellt. Und Fallen Light diesmal mit dem First Track. Darauf kann man zumindest aufbauen. CT-Smoke kommt rein, Grobby alleine on-site, kann aber den ersten holen. Wichtiger Frag. Die Flash kommt gut rein. Wir müssen den Virtual Lights erstmal zurückziehen. Ästhetik pusht durch die Smoke. Wird aber geholt. Und das war gerade wichtig. Horny hatte zumindest die Info, auch wenn er den Frag nicht holen konnte, dass sich da einer CT durchschleicht. Jetzt Denner alleine. Denner kann noch einen zweiten Track holen. Wird jetzt die AK durchbringen. Aber wichtige erste Runde jetzt für Fiji Gaming. Stack auf. Oh, die Flash kam perfekt rein. Grobby mit Glück, der da mit der Smoke offen stand. Ästhetik wieder nur mit einem Frag. Und Denner wieder Webs. Zitronen gewinnt das Duell gegen Fallen Light, der überhaupt keinen Fokus hatte auf Boiler. Brills an AWP aus Construction heraus. Grobby mit 2 AP Glück gehabt. Die Bombe ist down, wieder nur Denner, der alleine auf dem A-Spot unterwegs war. 7 AP bei ihm. 40 bei Brills und 2 bei Grobby. Die HE kommt rein, aber ohne Wirkung.
Brillt noch mit einer Flash. Braucht aber nicht. Denner rennt ihm rein. Und auch Fihi Gaming ist jetzt im Match angekommen. Wieder Kontrolle über Second mit. Aber Brillt mit der Info. Und ich glaube, das ist riskant, so früh in der Runde zu rotieren. Von Horny kann auf jeden Fall viel Schaden durch die Smoke machen, bekommt aber leider den Frag nicht. Stattdessen Snack mit dem Double Frag jetzt. Jetzt an AWP mit dem ersten, kriegt aber auch nur einen. Der Spot jetzt wieder frei und die Bombe kann geplantet werden. Snake mit dem AWP Shot durch die Smoke. Und Aesthetic kann nichts weitermachen, außer seine Galil, seine Augs saven. Schöner Tempowechsel von den Virtual Lions. Die relativ zügig auf den Spot gegangen sind. Und die Jungs von Fihi Gaming einfach überrannt haben. Zu 5 jetzt für Virtual Lions und die Jungs von Fihi Gaming müssen eine Pistol Eco spielen. Zwei Dinos am Start. Oh, Brillt. Hätte ihr den dritten holen können. Leider kassiert aber den Headshot von Hendrox. Voll Light nochmal mit dem Diegelbrett gegen Wu-Tang. Musste dann aber weg aufgrund des Mollys. Hendrox kann ja auch noch Horny aus dem Spiel nehmen und Hot Grobby. Jetzt hängt es an der Aesthetic. Im 1-on-3. Mit der Aug am Start. Kevlar und Helm. Aber Quetzi mit dem richtigen Riecher. Jetzt mit dem First Frag in der Mitte. Wichtig ist, jetzt nicht zu viel zu wollen. Und Virtual 1 wieder mit viel Map-Kontrolle.
orientieren sich wieder Richtung A. Ich will zu viel Information. Zitrum kassiert von Hendrox den Headshot. Viel Gaming zwar schon rotiert, aber aufgrund der vielen Smokes können die Virtual Lions trotzdem auf den Spot gehen. Bonnie holt sich hier über die Gap den Hendrox und Quaxi kann sich durch die Smoke Ästhetik holen. Jetzt der Retake. 3 gegen 1. Schön ausgespielt von Fallen Light. Und von Horny. Vor allem eine wichtige Runde für Fiji Gaming. 3 Runden bisher auf der CT-Seite. Ist gerade für eine Map wie Inferno einfach zu wenig. Die Virtual Lions machen das gut, gehen viel über Map-Kontrolle. Gobby geht wieder auf Info der Banane. Diesmal sitzt die Flash und Hendrox fällt. Die Bombe aus dem Spiel, spread durch und gibt Snacks, Snack M den Headshot. Stark von Grommi mit dem zweiten Track in der Banane. Die Runde dürfte sicher sein für Fihi Gaming. Wobei Wutang kassiert hier nur den Unhit von Brills. Könnte hier nochmal gefährlich werden. Horny jetzt langsam mit dem Backstab. Aber Wutang nochmal mit dem Headshot. Und der Weg Richtung B wäre frei, aber er entscheidet sich für kurz. Da steht Brills mit der USPS. Und die Aufholjagd geht weiter. Erste Pistolrunde bei den Virtual Lions nach der ersten Runde im Match. Da wird Ed gerusht, aber Horny und Fallen Light stehen bereit. Wir bauen das Crossfire auf, Flawless Round für Fee Gaming. Einen wunderschönen guten Abend, Schapsen. Gerne, gerne.
der Info über die Banane. Aesthetic kriegt den Frag gegen Craxy. Wutan steht bereit. Bringt jetzt nochmal den Molly Richtung Wood. Glück für Grobby, der in einer anderen Ecke steht. Ich habe ein L zu viel? Verdammt! Nö. Wenn ich richtig zähle, nicht. Achso, Virtua, Entschuldigung. Es tut mir leid. Jetzt dürfte es besser sein. Ausgleich von Fiji Gaming, 6 zu 6 jetzt. Die Virtual Alliance nochmal mit einer Eco-Runde. Nur Denner mit der MAC-10. Und Brills mit dem First Track. Brills mit dem zweiten, der muss sich jetzt zurückziehen. Kriegt noch einen dritten Frag und lebt immer noch. Kriegt dann das Backup von Athletic. Aesthetic, Entschuldigung. Wichtige Runde. Und vor allem ein wichtiges Teamspiel zwischen Aesthetic und Brills. Der da Glück hatte, zügig vor der MAC-10 wegzukommen. Aber die Virtua Lions jetzt wieder voll bei. 4 AKs, 1 AWP. Wir sind jetzt relativ aggressiv über die Banane. Grobby nochmal mit dem First Frag, aber dann zieht Denner mit rum. Virtua Alliance jetzt nochmal umorientiert Richtung A. Haben die Mittelkontrolle. Aber auch noch nicht viel mehr. Horny bekannt in Pip. Sieht aber den Arm von Snack. Und der kassiert durch die Wand, überlebt. Pack für Horny. Brills nochmal mit einem wichtigen Frag, aber Snack lebt immer noch mit 2 HP. Und die Bombe geht Richtung B. Das könnte nochmal extrem spannend werden. Aesthetic wartet mit der AUG. Aber er schießt zu früh. Hätte da mit der Zeit spielen müssen. Glück im Unglück für die Virtua Alliance. Erneuter Ausgleich, diesmal 7 zu 7. Und wieder geht viel über die Mitte. Langsmoke kommt rein. Double AWP Setup bei Fihi Gaming und Horny mit dem First Track. Brills hält lang sauber. Horny Short.
Die Zeit läuft natürlich für viel Gaming. Macht dann aber natürlich auch immer unruhiger, weil man nicht weiß, woher die Gegner kommen können. Jetzt Horny mit dem Frag gegen Craxy. Snack nochmal mit dem Frag gegen Fallen. Die Bombe ist down. Snack mit 2 HP wieder. Und dann Brillt nochmal mit dem No-Scope. 8-7. Der Halbzeitstand für Fihi Gaming. Ja, bei viel Gaming 3 Spieler noch überhaupt nicht ins Match gefunden. Da sieht das bei den Virtual Lions deutlich ausgeglichener aus. Ärgerlich, dass es nicht zur Halbzeitführung gereicht hat. Aber da ist auf beiden Seiten noch deutlich Potenzial nach oben. Somit bin ich auf jeden Fall auf Halbzeit Nummer 2 gespannt, die jetzt startet. Bot Grobby, er ist back. Na klar, ist das erste Match in der Saison. Keiner kennt den Gegner. Jeder will mit 2-0 in Führung gehen. Wer entscheidet diese Pistolrunde für sich? Na, da war der erste Step in Apps. Sofort zielt Wutang mit Denner gemeinsam Richtung Balcony. B-Spieler rotieren auch schon. Aber was ist das? Brills springt einmal auf den Balkon rum und verteilt den One-Tap. Wutang auf der anderen Seite konnte on-spot nochmal vollen Light aus dem Spiel nehmen. Nichtsdestotrotz, Bombe geplantet und die Virtual Lions müssen im 3 gegen 4 in den Retake. Schöner One-Tap von Snack. Craxy holt sich Hot Grobby. So schnell wird das hier gedreht. Horny nochmal mit einem Frag. Brills. Schönes Backup für Horny, der da 2 Frags aus Pit herausziehen konnte. Starkes Afterplant Positioning auf jeden Fall bei Fiji Gaming und somit verdient diese Pistolrunde für sich entschieden. Und der berühmte B-Stack von den Virtual Lions. Wutang alleine auf dem A-Spot. Die Flash kommt perfekt rein. Horny mit 4 Info. Hol nochmal 2 Frags raus. Und der Rest vom Team reagiert sofort. Snack kann hier nochmal die MAC-10 sichern. Oh, das darf nicht passieren! Wutan kann da auf Short einfach rumschleichen, wurde nicht gesehen. Verhindert den ersten Bombenplant.
Jetzt denk nochmal über CT-Bogen mit der MAC-10. Dürft ihr versuchen, noch den einen oder anderen Exit-Track zu ziehen? Ah, versprayt aber somit. Easy Frag für Grobby. Und die Führung weiter ausgebaut. 10 zu 7 jetzt. Aber die erste Fullball-Runde bei den Virtual Lions. 5 M4s gekauft. Lange Wege hier mit der Bombe. Es scheint, als ob es der B-Spot werden soll. Snack mal mit einer Flash in die Mitte. Denner mit der HE hinterher. Wenn die Utility geht raus, rennt Handrocks mit dem First Frag. Wechsel bekannt und zeigt, kann aber kein Track ziehen. Grobby hat aufgepasst. Grobby mit dem zweiten Track. Und Denner und Snack jetzt im Touren vor. Und dann Aesthetic und Grobby gemeinsam. Zur 11. Runde. Sie wollte da einfach pushen, aber Brills hat aufgepasst. Schöner Double Peak über Balcony von Denner und Handrocks. Nein, Stack war es, Entschuldigung. Aber Grobby mit dem Retake. Da soll es nach B gehen. Die Utility kommt raus. Endrox in Construction hinter den Sandbags. Geht jetzt vor. Denner an der 5-7 kommt zur Unterstützung. Aber Horny hat aufgepasst. Im Rückwärtslaufen. Mit dem Headshot durchs Brett. Und dann Horny zum zweiten. 12-7.
Fiege Gaming hat gut ins Spiel gefunden mittlerweile. Und die Virtual Alliance wollen jetzt in der Defensive mit zwei AWPs gegenhalten. Wu-Tang mit der ersten AWP auf Short. Und Hendrox mit der AWP auf B. Und Fihi Gaming wartet. Sehr ruhiges, geduldiges Spiel bei Fee Gaming. Henrox zwar mit dem Frag gegen Horny. Virtual Alliance spielt das gut, rotieren nicht. Somit Wu-Tang hier mit dem Frag. Brillt. Verliert hier die Bombe gegen Denner. 13 Sekunden noch. Und dann Wu-Tang mit dem Headshot gegen Fallen Light. Und den nächsten Frag gegen Aesthetic. Somit nach lange mal wieder ein Punkt für die Virtual Alliance. Stark ausgespielt hier. Und dann die entscheidenden Frags gezogen. Quexy leider mit der HE gegen die Wand. Aber es geht wieder Richtung B. Mit der Short Smoke. Jetzt geht die Utility auf B raus. Und trotzdem kriegt Henrox hier den ersten AWP-Shot ins Ziel. Craxy mit dem Spraydown, aber nur Horny fällt. Die Bombe ist down Richtung CT. Und Wu-Tang kann ja weiter wüten. Fallen Light mit 12 HP auf dem Spot. Und dann zieht Henrox mit der AWP rum. Grobby mit dem Timeout. Hat gemerkt, dass die letzten Runden irgendwas nicht gestimmt hat. Vielleicht mit einem Tempowechsel mal ein bisschen Verwirrung reinbringen in die Defensive der Virtual Alliance.
Weiter geht's. Angesprochener Tempowechsel, aber Wu-Tang mit dem Double Fragger Navi in der Mitte. Wird dann von Prilz aus dem Spiel genommen. Sie hat aufgepasst. Rils verliert die AWP. Fallen Light zieht rum. Fallen Light. Geht jetzt nur noch auf den Plant. Und Denner nach leichten Aim-Problem trotzdem noch mit dem Headshot. Eine weitere Runde für die Virtual Alliance. Aber mal eine interessante neue Idee bei Fihi Gaming, die zumindest den Bombenplant gebracht hat. Mit dem Opening auf B kriegt Quetzi ebenfalls down. Die CT Smoke kommt rein. Und Aesthetic und Grobby beide mit dem Backstep. Denner über die Mitte kassiert von Grobby den Headshot. Nur noch Snack und Wu-Tang. Die hier beide nicht mehr groß etwas schaffen dürften, außer vielleicht die Waffen durchbringen. Grobby nochmal mit dem Fracking Snack. Wu-Tang jetzt alleine am CT Spawn. Und Wu-Tang mit Glück. Wenn Grobby da in Library durchgezogen hätte, hätte er auch noch die AWP verloren. Aber so geht's weiter. Mit nur noch einer AWP bei den Virtual Alliance. Wieder die 3-2-Aufteilung bei Fihi Gaming. Double Smoke nicht gut abgebrochen, Quetzi steht gut, kriegt aber noch einen Frag, Brills mit dem Refrag, Brills mit dem Opening auf B. Okay.
Aber Wutan über Construction holt sich vollen Leib. Dennoch nochmal mit dem Frag Wutan zur Unterstützung. Nur noch Aesthetics. Ästhetik, Entschuldigung, ohne S. Schöner Retake von Virtual Lions. Und somit auch eine verdiente Runde. Dreier B-Stack jetzt bei Virtual Lions. Oh, die Haie ging gegen die Wand. Hot Grobby mit der AWP holt sich Wu-Tang. Flash kommt gut rein, aber Handrox hält einfach drauf. Überzahlspiel für Fihi Gaming. Aber man ist sich noch nicht 100% sicher, wo man hin will. Quexy jetzt mit der Rotation. Das ist stark gespielt. Jetzt der Argo von Fihi Gaming. Den Denner alleine verhindern muss. Denner hat eine gute Position mit dem ersten. Denner mit dem zweiten. Und mit dem dritten. Stark gespielt von ihm. Hält hier alleine den A-Spot und verhindert den Bombenplant. Vollen Leid alleine. Zeit reicht jetzt nicht mehr. Und das hat auch Snack zu hören bekommen. Somit 13 zu 12. Brills jetzt mal mit einem aggressiven Go über die Mitte. Brills mit dem Double Frag. Brills. Wie eine Dampfwalze geht er hier durch die Reihen von Virtual Lions. Mittlerweile 34 Kills. Aber er hat noch nicht genug. Ah, Fehler von Handrox im Nachladen rumzuziehen. Und Brills macht ihm direkt klar, so wird das nix. Sowas macht man nicht. Zu 12 führt Fihi Gaming, aber noch ist hier nichts entschieden. Schöne Flash, trotzdem kommt Handrox nach Tree. Horny holt sich hier voll Leid. Brillt noch mal mit einem Flüchtigkeitsfehler gegen Wu-Tang. Der aber noch nicht an die AK rangekommen ist.
Pilz holt sich den First Track in der Banane. Aesthetic hat Glück, dass es nur eine Scout war, die ihn getroffen hat. Snake jetzt mit dem Fracking Fallen Light. Rexy holt sich Horny. Die Double Rotation von Virtual Alliance. Und Rexy nimmt die Bombe aus dem Spiel. 16 Sekunden noch. Oh, Grobby macht hier nochmal den Baseboard frei. Aber in der Smoke steht Snack. Und er kann... Wow, das war knapp. Kann hier verhindern, dass die Bombe geplantet wird. Das war allerletzte Sekunde. Hier den Plan zu verändern. Eine Runde fehlt für hier Gaming noch bis zum ersten Map-Sieg. Aber die Virtual Alliance spielen das gut. Schöner Double holt. Aber Grobby wittert ihn. Starke Flash von Denner. Snack wieder mit der Scout. Kriegt hier den Frag. Oh, stark gemacht von Wu-Tang. Der sich dadurch die Smoke stiehlt, aber Aesthetic hat aufgepasst. Jetzt der Retake, alles oder nichts für Virtual Alliance. Craxy und Handrox müssen das hier alleine regeln. Aesthetic steht bereit. Und das Timing stimmt bei Handrox, zieht rechtzeitig rum. Findet den Frag, Brills aus Pit. Jetzt das One on Two und dann Brills mit dem Tap durch den Heuwagen. Somit geht die erste Map mit 16 zu 13 an Fihi Gaming.